ob die da so einen kleinen Computer in der Mitte haben, der mit einem spricht. Oder ob die so ein Display haben in der Mitte vom Cockpit. Das ist völlig buggy. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve. Wir wurden in letzter Zeit immer mal wieder gefragt, was sagen wir zum ID.3, zum Porsche Taycan und berichten wir auch über neue Modelle der IAA etc. pp. Und dazu möchte ich ganz kurz Stellung nehmen, und zwar, nein, wir werden nicht von der IAA berichten. Nicht, weil wir die nicht für wichtig erachten, sondern weil wir einfach sagen, unser Fokus sind erneuerbare Energien, sind das Ganze drumherum um die Elektromobilität, aber auch wie funktioniert Elektromobilität im Alltag, wie oder welche Möglichkeiten gibt es, ein Elektroauto zu betreiben, wie verhält es sich mit den Kosten und so weiter und so fort. Wir sind einfach der Überzeugung, dass es genügend andere YouTube-Kanäle gibt, die sich eben speziell mit dem Thema Auto-Reviews beschäftigen und die das viel, viel besser machen, die da auch gewisse Details mit nennen und die da wirklich tief in die Materie gehen und da auch diverse Sachen nicht vergessen. So kann ich zum Beispiel euch auch gerne den Kanal Carmaniac empfehlen. Ich verlinke den mal hier oben. Oder auch Fock Mocker, der wird die IAA besucht, auch hier oben verlinkt. Aber ich glaube auch der Stefan Schwung ist auch auf der IAA. So viel nur dazu. Aber warum sind wir dann nicht mal dort? Oder warum sagen wir nicht mal etwas dazu? Weil, und jetzt kommt noch ein Link da oben, Julian hatte so einen Vortrag gehalten auf unserem letzten E-Tour. Und da hat er schon gesagt, wir unterhalten uns eigentlich gar nicht mehr über die Fahrzeuge, sondern wir unterhalten uns eigentlich andauernd über die Ladeinfrastruktur. Und das stimmt. Die Fahrzeuge funktionieren wirklich, wirklich gut. Der eine hat ein bisschen mehr Ladeleistung, der andere hat ein bisschen einen größeren Akku oder mehr Komfort, ist ein bisschen größer, länger, kürzer, höher, tiefer, was auch immer. Ne? Aber die Fahrzeuge funktionieren und es kommen mittlerweile immer mehr Modelle auf den Markt, sodass immer mehr Use Cases bedient werden können. Und das ist auch gut, das ist auch super. Das Problem ist allerdings, und jetzt lange Rede, gar keinen Sinn, wir unterhalten uns über die Ladeinfrastruktur, denn die lässt noch zu wünschen übrig. Und da kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, es ist ja keine Raketentechnik. Und auch ich habe Videos gemacht, in denen ich bestimmte Parteien kritisiere und eben auch sage, tut mir leid, aber bei dem Preismodell oder bei der Ausstattung werdet ihr niemanden erreichen und niemanden dazu bewegen, auf ein elektrisches Auto umzusteigen. Und da kommen wir jetzt nämlich zu meinem heutigen Beispiel, was mich eigentlich zu diesem Video treibt. Und zwar, es ist 8:45 für die in Westdeutschland zugucken, 8:45 für die, die aus Ostdeutschland zugucken. Ich bin 50 Meter von der Arbeit entfernt und denke mir, okay, cool, was hast du noch drin im Akku? 46%. Morgen wird eine längere Tour. Ach, lädst du jetzt schon mal während der Arbeit, kannst du ja dann in der Mittagspause umparken. So. Pustekuchen. Ich komme hier an und die Ladesäule gibt's zu, die war vor 3 Tagen außer Betrieb. Da steht im Display außer Betrieb. So. Jetzt war ich 2 Tage nicht dran und gestern war ich sowieso einen ganzen Tag unterwegs durch Deutschland und heute komme ich hierher und will anstecken. Selbstverständlich gar nicht mehr dran gedacht, weil das ist so, war 3 Tage her. Ne? Hab die ja auch selber gemeldet, weiß ja nicht, ob die noch jemand anders gemeldet hat. Auf jeden Fall komme ich hier an und so eine BE-Mobilsäule und da steht immer noch außer Betrieb. In einer Viertelstunde müsste ich eigentlich auf Arbeit sein und ja, jetzt mache ich hier dieses Video, aber Ich kann nicht laden. Das heißt also, ich fahre jetzt wieder woanders hin, um dann laden zu können, hoffentlich. Aber eigentlich muss ich jetzt nicht zwingend laden, sondern das wäre so perspektivisch für morgen. Das heißt also, die Frage ist jetzt, mache ich es nicht?
Ja, also es ist so, für mich ist es in Ordnung. Mich ärgert es halt ein bisschen, aber ich kann halt jeden verstehen, der nicht auf ein E-Auto umsteigen will, weil er sagt, pff, ganz im Ernst, also selbst wenn es überall, also die Leute sagen ja, da gibt ja keine Ladesäulen. Und dann sagt sie, guck mal hier, da gibt überall Ladesäulen, zeig dir eine App, ne? Und dann, ja, aber dann erklär denen mal, dass, ja, wenn du an die Ladesäule fährst und die funktioniert vielleicht nicht, dann musst du halt an die Ladesäule fahren. Das ist halt mit 3 Straßen weiter und ist halt ein anderer Anbieter. Dann brauchst du halt nicht die Karte, sondern dann musst du die Karte nehmen, weil da zahlst du so und so viel Cent die Kilowattstunde, sondern da zahlst du so und so viel Cent die Kilowattstunde. Und wenn die Säule auch nicht funktioniert, dann fährst du wieder 3 Straßen zurück, 1, 2, 3 Querstraßen weiter. Dann kannst du zu der hinfahren. Ja, warum? Die ist ja näher als die andere. Warum habe ich dir die nicht zuerst empfohlen? Na, weil die von einem anderen Anbieter ist und wieder 20 Cent mehr kostet die Kilowattstunde. Ja, du wirst doch bekloppt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Also, was? Jetzt stellt euch mal so ein Jamba-Abo-Modell an der Tanke vor, wo dran steht, also steht ja nicht mal dran, ne? Ich kann jeden verstehen. Und das ist der Grund, warum wir nicht von der IAA berichten, um mal wieder auf das Grundthema zurückzukommen. Aber wir sagen, die Autos funktionieren alle. Ja, und es gibt eine ganze Menge über diese Autos zu erzählen. Aber das ist halt nicht unser Thema, sondern unser Thema ist es halt, jeder soll sich für das Auto entscheiden, was er mag. Und jeder interessiert sich für was anderes. Der eine eher für das Interieur, der andere eher für das Exterieur. Der nächste eher für die Scheinwerfertechnologie, der Akkugröße oder Ladegeschwindigkeit. Ja, da gibt es viel zu erzählen. Aber wenn die Ladeinfrastruktur halt so ist, wie sie ist und irgendwie sich niemand wirklich zuständig fühlt und jeder sagt, ja, wir arbeiten mit Hochdruck, dann tut's mir leid, dann habe ich das Gefühl, dann sind das nur Lippenbekenntnisse. Und dann kann ich so schöne Autos in Frankfurt vorstellen, wie ich möchte. Und dann kann ich die über Nürburgring jagen und kann sagen, das sind neue Zeiten, na hör mal. Ja, zeigen wir euch, wo der Frosch die Locken hat. Es interessiert keinen, wenn der Strom nicht ins Auto kommt oder nur über Schuko zu Hause am Dreierverteiler. Dann so, das war mein Aufreger der Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Schaut auf jeden Fall auf den anderen Kanälen vorbei, guckt euch die Autos der IAA an. Wie gesagt, für uns ist es halt kein Thema. Und schreibt uns unten in die Kommentare, wenn ihr eine Ladeinfrastruktur kennt, die einfach schon lange, lange, lange zu wünschen übrig lässt. Ich bin Sie von der Interessengemeinschaft und sage Tschüss.